Herzlich willkommen aus der Mittagspause. Ich hoffe, ihr habt euch alle gut gestärkt. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das schon eine gewisse Tradition hat. Jetzt in den letzten Jahren machen wir das ja immer schon so, nämlich den 5-Jahres-Rückblick. Ich glaube, wir haben doch einiges wieder zu berichten aus dem letzten Jahr. Von im Prinzip vom Ende des vergangenen Jahres 2021, da werden wir dann gleich beginnen, mit den ganzen Aktivitäten. Und wie gesagt, ich glaube, das ist eine ganze Menge. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß dran, wenn wir euch das jetzt alles erzählen. Und ich würde, also wir sind Pau, Ben und ich. Ich bin Stefan Hügel. Ich glaube, ich bin jetzt der Unbekannteste hier vorne, habe ich manchmal den Eindruck, zumindest hier in Berlin. Und ich glaube, wir fangen jetzt an mit Pau und du erzählst uns was Ben, du machst die erste Folie. Was wollen wir eigentlich? Was ist eigentlich das Ziel des FIF? Ja, Ben. Genau, also hier sitzen jetzt alle, die uns wahrscheinlich schon kennen. Wer uns vielleicht im Stream sieht und auf Media CCC geklickt hat, wir sind das FIF. Seit 1984 beschäftigen wir uns mit IT, Informationstechnik. Und haben schon damals festgestellt, dass man das im Kontext betrachten muss, dass halt IT auf Gesellschaft Auswirkungen hat und dass man über den Tellerrand gucken will, also sich damit auch beschäftigen will, also IT im Kontext zu betrachten und kritisch auf die IT zu gucken. Und wir haben auch eben Gesellschaft und Individuen im Blick und wir wollen, dass Informationstechnik im Dienst einer lebenswerten Welt steht. Und deswegen warnen wir die Öffentlichkeit vor Entwicklungen in unserem Fachgebiet, die wir für schädlich halten. Und wir setzen möglichen Gefahren eine konstruktive Vorstellung entgegen. Wir kämpfen gegen den Einsatz der Informationstechnik zur Kontrolle und Überwachung. Wir engagieren uns für eine Abrüstung der Informatik in militärischen Anwendungen. Wir fordern die Entwicklung von ökologischen, verträglichen Wirtschaftskreisläufen mithilfe von Informationstechnik. Wir unterstützen die menschengerechte Gestaltung von Arbeitsprozessen. Wir setzen uns bei der Gestaltung und Nutzung der Informationstechnik für Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung ein. Wir arbeiten gegen die Benachteiligung von Frauen in der Informatik. Wir wehren uns gegen jegliche rassistische und sexistische Nutzung oder anderer diskriminierender Nutzung von Informationstechnik. Und wir setzen der Vorherrschaft der Ökonomie und eine humane und ökologische Orientierung entgegen. Und sowas schreiben wir auf unsere Website. Und was sich aus diesem, was wir da wollen, eigentlich ergibt, was unsere über 700 Mitglieder deutschlandweit so antreibt, wollen wir euch jetzt berichten. Genau, ganz chronologisch starten wir mit dem Chaos Computer Kongress beziehungsweise der Remote Chaos Experience letztes Jahr. Das war die zweite Variante des Online-Kongresses und wie in den letzten Jahren waren wir da auch präsent. In dem Fall haben wir eine Bühne in einem Hausprojekt in der Alten Hölle in Brandenburg mitgestaltet, zusammen mit zum Beispiel Cardos und den Freifunkern und genau, haben von dort viel Content produziert, aufgenommen, auf den Kongress mitgebracht. Das ging von, was bedeutet eigentlich die Digitalisierung im ländlichen Raum über Seenotrettung bis hin zu auch einem FIF-Thema, quasi ein Abschluss einer letzten oder einer Arbeit, die wir im letzten Jahr viel gemacht haben, wo wir auch auf verschiedenen Demos mit waren, für die Patentfreigabe von den Covid-19-Impfstoffen, weil wir ihr wisst es wahrscheinlich alle so ein bisschen, aber es gab den Vorschlag von Südafrika und Indien, ein Aussetzen der Patente zu erwirken bei der WTO, um eben Covid-19-Impfstoffe auch überall auf der Welt zu produzieren. Und es gab ganz viel Falschinformationen dazu, was da angefangen hat mit, ja, das wäre gar nicht möglich, weil es im globalen Süden keine Produktionskapazitäten gibt und so weiter. Und darüber, genau, haben wir im letzten Jahr zu gearbeitet. Das war so ein bisschen der Abschluss. Und um euch da noch kurz auf den neuesten Stand zu bringen, tatsächlich ist es so, dass Afrigen in Südafrika diesen Monat mit den Tierstudien startet zu dem Impfstoff, den sie dort Open Source entwickelt haben, auch ein mRNA-Impfstoff.
und dass die WTO tatsächlich die Patente auf die Impfstoffe jetzt frei aufgehoben hat, aber da gar nicht die anderen Medikamente, die man auch zur Covid-Behandlung braucht, mit eingeschlossen hat, dass es nur für sehr bestimmte Länder gilt und dass es einfach viel, viel, viel zu spät kommt, weil es einfach damals schnell vor 2-3 Jahren Handlungsbedarf gegeben hätte und nicht jetzt irgendwann, wenn eh quasi Impfen ja ein bisschen zu spät ist einfach. Bei dem Kongress, da hätte jetzt eigentlich vor 2 Jahren schon der 37C3 vom Chaos Communication Congress stattfinden müssen. Dann kam Covid und wir wären ja keine Nerds und Hacker, wenn wir dann nicht auch irgendwie so einen Ersatz schaffen würden, der irgendwie im Digitalen ist. Wir haben also vor 2 Jahren, es hat die ganze Community eine 2D-Welt erschaffen, um diesen Spirit, der sonst eigentlich im Kongresszentrum in Hamburg beziehungsweise jetzt die letzten Jahre in Leipzig stattgefunden hat, so ein bisschen einzufangen, dass man sich also trifft. Menschen konnten also vor ihren Computern im Wohnzimmer sitzen und durch diese 2D-Welt laufen. Man sieht also hier so kleine Pixelfiguren, die konnten dann so da durchlaufen und auch wenn man so einen Kreis gebildet hat, hat sich so ein Videofenster geöffnet. Man konnte also mit wildfremden Personen, mit wildfremden Pixelmännchen, Menschen sich treffen auf dieser Welt. Es gab eine zum zweiten Mal dieses Jahr eine riesengroße Karte, also wirklich man konnte von Insel zu Insel springen und wandern, stundenlang durch sehr, sehr detailreiche Orte laufen, wo Menschen komplette Städte nachgebaut haben. Und wir vom About Freedom Cluster und dem OIO, also dem Open Infrastructure Orbit, hatten vor 2 Jahren auch eine große Karte gebaut. Das war so eine Küstenlandschaft, wo halt viele, viele Organisationen, mit denen wir uns halt auf dem Congress zusammengetan haben, auch so kleine Repräsentationen hatten. Also wir hatten zum Beispiel die Fridays for Future, die da im Baumhaus saßen. Und noch viele andere Organisationen. Und wir selber hatten hier so ein schönes Escher-Gebäude mit unserem Taubenschlag zum zweiten Mal jetzt, wo also unsere Friedenstaube wohnt. Man konnte also diesen unmöglichen Gang da hochgehen und dann ist man auf unserer neuen Map letztes Jahr zum Übergang, konnten wir unser Forum tatsächlich begehen. Das ist, das kommt nachher noch, unsere Broschüre. Lena Schei hat uns da ein ganz großartiges Cover gemacht von dem Forum. Das ist ja eigentlich ein virtueller Raum, aber man konnte dann tatsächlich auf dieser Welt diese Treppe runterlaufen und sich dann da unten virtuell mit dem Pfiff begrüßen. Sonst konnte man auch irgendwie noch am Feuer zusammensitzen und es hat tatsächlich so ein bisschen, natürlich nicht vollständig, aber ein bisschen diesen Spirit eingefangen. Genau. Ja, jetzt kommen wir zu ein bisschen, ja, ich sag mal ein bisschen einem heiklen Thema. Wobei einige vielleicht auch sagen, nö, eigentlich ist es ja vielleicht ganz klar. Heikel sage ich deswegen, weil wir erleben jetzt seit Februar wieder einmal einen Krieg in Europa. Es ist nicht zum ersten Mal, dass Krieg in Europa ist, auch nicht in der Nachkriegszeit. Es ist wieder ein Krieg in Europa, die russische Aggression in der Ukraine. Also ich persönlich finde es sehr schwierig, da jetzt auch aus einer pazifistischen Haltung heraus sich zu diesem Krieg zu positionieren. Und die Diskussion in der Öffentlichkeit ist ja da auch sehr, ja, sehr kontrovers an der einen oder anderen Stelle. Viele sagen ja, dass Pazifismus eigentlich mit Blick auf diesen Krieg heute überhaupt nicht mehr möglich ist. Wenn wir auch von Menschen lesen, die früher Kriegsdienstverweigerer waren, die es heute sagen, nö, würden sie nicht wieder machen, weil... Also da gibt es eine gewisse Militärlogik auf der Stelle, die da wieder Einzug hält, was wir natürlich kritisieren. Andererseits natürlich das Recht der Ukraine, sich selbst zu verteidigen und auch eine gewisse moralische Verpflichtung, sie dabei zu unterstützen. Wir haben am 28. und deswegen erzähle ich das alles. Wir haben am 28. Februar, also kurz nach dem Einmarsch der russischen Truppen in der Ukraine, eine Erklärung dazu herausgegeben, wo wir auch klar gesagt haben, wir verurteilen diesen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir haben das Ende der Aggression gefordert. Das richtete sich natürlich auch zuerst an die Russische Föderation, die diesen Krieg begonnen hat. Aber letztendlich muss es auch darum gehen, und ich persönlich bin da heute immer noch überzeugt, dass es auch die Diplomatie hier gefragt ist und man tatsächlich dazu kommen muss, aus dieser militärischen Auseinandersetzung rauszukommen und auf dem diplomatischen Wege da zu einer Lösung zu kommen. Das ist im Moment offensichtlich nicht einfach.
Aber ich denke auf jeden Fall, man muss es versuchen. Man sieht auch, ihr habt's gesehen, wir haben damals auch tatsächlich die Forderung aufgestellt, keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Das ist ja auch der Punkt, der heute sehr kontrovers diskutiert wird. Wie gesagt, es ist an der Stelle unheimlich schwierig, auf eine Lösung zu kommen. Einerseits grundsätzlich das Prinzip keine Waffenlieferungen. Wir finden es ja zum Beispiel im Parteiprogramm der Grünen für diese Bundestagswahl. Da steht das so explizit drin. Andererseits, wie gesagt, das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine hier auch zu achten und auch zu unterstützen. Also ein unheimlich schwieriges Thema. Wie gesagt, wir haben damals diese Erklärung herausgegeben. Ob sie so heute immer noch wäre, weiß ich nicht. Aber in den größten Teilen bin ich heute noch davon überzeugt, dass das richtig war, was wir da damals geschrieben haben. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, auch im Zusammenhang. Und da erzählt Paul was. Genau. Im gleichen Zusammenhang stehend auch der Aspekt, dass in Russland und mittlerweile auch im Iran das Internet zensiert wird und auch AktivistInnen, die es ja auch in Russland gibt, ist ja nicht so, dass komplett Russland, gerade die Zivilgesellschaft hinter diesem Krieg steht, keinen Zugang mehr zum Tor-Netzwerk hatten und haben und dass eben Kommunikation verschleiert, sodass man auch also dass nicht nachvollzogen werden kann, welche Person auf welche Seite quasi zugegriffen hat. Und dieser Zugang zu diesem Verschleierungsnetzwerk, zu Tor-Netzwerk, wurde eben unterbunden über die, oder wird unterbunden. Und es gibt dann diese Initiative der Snowflakes, die ermöglicht, dass eben Tor-Entry-Nodes in dieses Netzwerk für kurze Zeit von jeder Person bereitgestellt werden können. Es gibt Erweiterungen, Browser-Erweiterungen, die jeder von uns sich installieren kann und damit eben den AktivistInnen in Russland, im Iran, die Möglichkeit geben kann, weiterhin das Tor-Netzwerk zu nutzen. Und das ist etwas, was das FIF stark dann auch präsent gemacht hat und eben auch auf Russisch und Farsi ist gerade in Überarbeitung, aber die diese Information gestreut hat, sodass Menschen das wissen, dass sie das nutzen können und es weiterhin den Eingang oder den Zugang zum Netz ermöglicht. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Engagement, was auch von uns unsere Verantwortung ist, eben Technologien an der Stelle dann zu nutzen und bereitzustellen und wir da einfach das, genau, was soll ich noch sagen, auch ernst nehmen und es eben da bieten. Ja, jetzt man sieht hier so ein bisschen die ukrainische Landesflagge. Ich weiß gar nicht, ob das vermutlich ist es Absicht, aber das Thema ist eigentlich zwar verwandt. Es geht hier auch um Rüstung, aber eigentlich um was ganz anderes, nämlich um grundsätzlich den Krieg mit künstlicher Intelligenz. Also wir haben ja auch im FIF immer stärker, beziehungsweise es ist ja auch in der Öffentlichkeit wird es immer stärker diskutiert, grundsätzlich das Thema künstliche Intelligenz. Einmal als Ersatz des Menschen, was manche vielleicht träumen im Sinne von Transhumanismus und eben so weitergehenden Themen. Damit wollen wir uns gar nicht so sehr beschäftigen. Das ist zum Teil auch ein bisschen überzogen und nicht wirklich realistisch. Aber wir haben eben künstliche Intelligenz auch im Sinne von, ja, wie es Professor Walster wohl mal gesagt hat, KI als künftige Informatik, also im Prinzip einfach neue Methoden der Informatik, um zu programmieren, um IT-Systeme herzustellen. Und das Ganze, wie immer in der Informatik, damit landen wir natürlich sofort bei der Rüstung. Und in dem Zusammenhang, und da ist jetzt vor allem Hans-Jörg Rejowski und Christian Heck zu nennen, die das auch organisiert haben, im Zusammenhang mit dem AK gegen bewaffnete Drohnen, ein Online-Hearing zum Thema Krieg mit künstlicher Intelligenz. Wo auch in, ich glaube, 8 Vorträge waren es, in mehreren Vorträgen, die Themen einmal, wie funktioniert die Technik, wie kommt die Technik in die Rüstung rein, werden Rüstungsgüter mit künstlicher Intelligenz betrieben, was sind die Risiken dabei und dann auch wieder zurück in die Gesellschaft, was bedeutet es denn für die Gesellschaft, wenn wir solche Waffen nutzen.
Also hier sind jetzt bewaffnete Drohnen, die möglicherweise als autonome Drohnen einzelne Menschen bedrohen, die dann auch ohne menschliches Zutun operieren. Das ist heute noch nicht Realität in dem Sinne. Wir sind im Moment wohl eher noch bei ferngesteuerten Drohnen. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz konkrete Zukunftsvision. Klingt so positiv, das ist natürlich eine Negativvision, eine Dystopie. Und wir müssen wohl damit rechnen, dass das Thema künstliche Intelligenz nicht nur oder eben auch in dem Bereich Rüstung eine immer größere Rolle spielen wird. Was ja auch die Militärstrategen zum Teil ganz klar sagen, dass letztendlich die, wie nennt man es, Wirkungsüberlegenheit, habe ich irgendwo gelesen, schöner Euphemismus, eben auch durch künstliche Intelligenz dann erzeugt werden soll. Und ich denke, das wird ein ganz wichtiges Thema sein für das FIF in der näheren und ferneren Zukunft, dass wir uns das ganz genau anschauen und auch entsprechend dazu arbeiten. Und wie gesagt, in diesem Hearing ist es in diesem Jahr auch einmal ausführlich passiert. Dann kommen wir zum ganz anderen Thema, und diejenigen von euch, die öfters sich diese Jahresrückblicke anhören, kennen das wahrscheinlich schon. TDRM, Tihange Dual Radiation Monitoring. Das ist ein Projekt, das vor allem in Aachen gemacht wird oder zumindest in Aachen gestartet wurde. Da sind vor allem der Dietrich Meyer-Ebrecht und der Peter Kämmerling zu nennen, die das im Moment sehr stark vorantreiben. Worum geht's? Es geht letztendlich darum, wir haben diese beiden Atomreaktoren in Dihange und in Duel, beides in Belgien, die, sagen wir mal, technisch nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand sind und von denen dann tatsächlich erhebliche Risiken ausgehen. Die Grundidee vor einigen Jahren waren dann, was ist denn los, wenn dort wirklich mal was passiert? Und wenn man sich das genau anschaut, dann sieht man halt, okay, das läuft dann irgendwie seinen Behördengang, erst auf der belgischen Seite und dann wieder auf der deutschen Seite, nachdem es irgendwie mit diplomatischen Noten irgendwie dann mitgeteilt wurde. Und es dauert natürlich für die betroffenen Menschen viel zu lange. Und daraus entstand die Idee, im Rahmen dieses Projekts CDRM eigene Sensorstationen zu konstruieren und die dann auch zugreifbar zu machen über eine entsprechende Webseite. Ihr seht hier diese Seite, wie die ungefähr aussieht. Das Bild ist schon ein bisschen älter. Kann sein, dass es sich inzwischen ein bisschen geändert hat, aber prinzipiell sieht sie so aus. Also an verschiedenen Stellen, wo verschiedene Menschen einfach bereit waren, in ihrem Garten oder irgendwo, wo halt die Strahlung dann ankommen würde, solche Sensoren anzubringen und die Daten dieser Sensoren dann auf dem Server zusammenzuführen. Hier rechts sieht man, so ganz nebenbei, man sieht, es ist ein bisschen dunkel, man sieht, dass wir damit auch gleich Nistplätze für Vögel geschaffen haben, also gleich einen mehrfachen Nutzen. Aber es geht eben vor allem darum, diese Daten zu sammeln. Und wir sind jetzt gerade dabei, und da ist der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt zu danken, die uns da auch eine Förderung gewährt hat, das Ganze auf eine verbesserte technische Basis zu stellen und vor allem eben universell zu machen, dass wir da eben eine Plattform haben, möglicherweise auch, um da weitere vergleichbare Projekte dann auch drauf durchzuführen. Das Ganze hat eine relativ große Breite schon bekommen, also da wird zum Teil auch mit Behörden zusammengearbeitet. Was wir nicht machen dürfen, und es wird auch nicht gemacht, ist jetzt irgendwelche Warnungen rausgeben, weil dazu ist es, also da muss man extrem aufpassen, aber dafür ist auch gesorgt, dass also nicht irgendwie da Fehlalarme jetzt von uns ausgehen. Aber zumindest kann man sich da anschauen, wenn es tatsächlich an der einen oder anderen Stelle dann auch über die Grenzwerte hinausgeht. In der Regel, zumindest so, ich wüsste jetzt nicht, ob das jetzt wirklich schon mal passiert ist. Also es sieht im Moment noch alles gut aus, aber man weiß natürlich nicht, was da noch kommt. Und vor allem, nachdem wir gerade wieder diskutieren drüber, die Atomenergie, die ja eigentlich schon tot schien, zumindest bei uns in Deutschland, jetzt doch wieder fortzuführen, ist vielleicht auch dieses Projekt noch immer wichtiger und wird noch länger bestehen, als wir es zu hoffen gewagt haben.
Und dann kommen wir zu Bits und Bäume. Genau. 2018 hat zum ersten Mal ein ganz großartiger Kongress stattgefunden, die Bits und Bäume in Berlin hier. Dabei haben sich die Techies und die Ökos zusammengetan und eine riesengroße Konferenz organisiert. Und die hat jetzt dieses Jahr zum zweiten Mal stattgefunden. Nach 4 Jahren Pause und sehr langer Vorbereitungszeit hat sie wieder stattgefunden. Da haben 13 Organisationen, ich nenne mal nur ein paar, DNR, also Deutscher Naturschutzring, TU Berlin, German Watch, BUND, Chaos Computer Club, wir, das FIF, Konzeptwerk Neue Ökonomie, Open Knowledge Foundation, FSFE, Weizenbaum Institut und noch ein paar andere, haben sich zusammengetan und etwas eigentlich schier Unmögliches geschaffen, nämlich dass sie sich alle zusammengebracht haben und diese ganzen verschiedenen Denkräume, in denen die ja schon sehr lange bestehenden Umweltorganisationen existieren, schon seit vielen Jahrzehnten, und diese ganzen neuen, sich gebildeten Technikgedanken mal zusammenzuwerfen und das Wissen, wie man sowas aufzieht und wie man sowas auch technisch unterfüttert und wie man sowas strukturiert, einfach zum zweiten Mal jetzt umgesetzt. Es gab da diesmal eine bisschen überarbeitete Struktur, es gab ein Konferenzbüro, es gab den Trägerkreis und es gab darum ganz viele AGs, die vom Trägerkreis und von dem Konferenzbüro geleitet wurden, also die AG Forum und die AG Programm und die AG Party und viele andere logistische AGs noch. Und da konnten dann eben sehr, in den sehr, sehr offenen Strukturen Menschen auch dran teilnehmen von den Organisationen oder einfach auch Freiwillige. Es gab dann über Monate lang immer wieder im Big Blue Button Konferenz, Videokonferenzen, wo Menschen dran teilnehmen konnten. Es konnten, wurden Leute ongeboardet, es wurde denen quasi Wissen vermittelt, um da mitzumachen. Wir hatten sehr, sehr moderne Infrastruktur, die wir benutzt haben. Wir hatten einen Matrix-Server, konnten also dort ziemlich niederschwellig miteinander in verschiedensten und sehr, sehr vielen Räumen darüber diskutieren, wie wir das eigentlich alles aufziehen wollen, und hatten auch Nextcloud-Server. Vieles davon wurde vom FIF administriert, auch von der IT, vom FIF. Genau, hier sieht man ganz oben links mal so ein, von so einem Meeting einfach so, wir halten alle unsere Techie-Geräte und unsere Bäume in die Kamera. Ein paar vom Konferenzbüro sitzen ja hier auch in den Reihen und haben gleich ein paar Engel mitgebracht, die dann auf der Bits und Bäume geholfen haben. Wir haben also diesmal noch einmal festgestellt, Digitalisierung, so wie sie jetzt momentan stattfindet, ist ein Brandbeschleuniger für ganz viele Probleme, mit denen wir uns jetzt gerade konfrontiert sehen. Also soziale Probleme, aber auch ökologische Probleme und überhaupt eine ganze Menge Probleme. Deswegen haben wir uns da zusammengetan und haben über 200 Workshops und Programmbeiträge gehabt in 17 Tracks, also in verschiedenen Kategorien. Wir hatten ein riesengroßes Forum mit mehr als 50 Organisationen, die sich da vorgestellt haben und ihren Beitrag geleistet haben. Wir hatten ein sehr schönes Kulturprogramm mit, also was für den Kopf, aber auch was fürs Herz. Wir haben bis in die Nacht reingefeiert, hatten eine großartige Lichtinstallation, so wie auch hier von Steff. Und genau, haben darüber hinaus eben mit diesen 2600 Menschen diese Konferenz zum Leben erweckt und haben sehr, sehr viele Hilfe von außen auch bekommen, von ganz großartigen Teams, Organisationen und Crews. Und haben noch etwas viel Größeres eigentlich geschafft, dass nämlich diese 13 Organisationen sich zusammengetan haben, über Wochen lang darüber diskutiert haben, was wollen wir eigentlich erreichen. Beim ersten Mal haben wir uns erstmal so ein bisschen kennengelernt, 2018, und diesmal sollte das halt auch eine Strahlkraft haben, dass wir also nicht nur darüber reden und uns intern damit beschäftigen, sondern es ist ein, nächste Folie bitte, es ist ein Forderungskatalog entstanden mit 60 Forderungen zu 5 verschiedenen Themenbereichen, von diesen ganzen Organisationen zusammen entworfen. Ihr könnt euch vorstellen, wenn da so viele Organisationen zusammenkommen, die irgendwie erstmal mit ihren ganzen Öffentlichkeitsarbeiten, AGs und sowas, das alles durchdiskutieren müssen. Das war also eine schier unmögliche Aufgabe eigentlich, aber diejenigen, die sich dieser Aufgabe angenommen haben, haben das sehr, sehr schön gemanagt, und es sind Sachen rausgestrichen worden, es sind Sachen neu reingekommen, und vielleicht hätte das FIF da an der einen oder anderen Stelle nochmal ein paar klarere Äußerungen gebracht, aber wir haben jetzt einen sehr, sehr schönen, vorzeigbaren und vor allen Dingen von vielen, vielen Organisationen, die zum ersten Mal zusammengekommen sind, gestalteten Forderungskatalog. Das heißt, wenn man dann mal später argumentiert, kann man darauf verweisen, schaut mal, diese riesengroßen deutschen Organisationen haben alle
haben das alle unterschrieben und es kommen wahrscheinlich auch noch mehr dazu, die dann diesem zustimmen werden. Ich wollte einfach nur ganz kurz mal die Themen nennen. Also das ist die Digitalisierung im Rahmen der planetaren Grenzen, die globale Gerechtigkeit und regionale Selbstbestimmung, die Umverteilung technologischer Gestaltungsmacht, Demokratie und Teilhabe, gerechte Digitalisierung, nachhaltige Technikgestaltung und soziale Fragen und als fünfte Kategorie noch Schutz digitaler Infrastruktur und IT-Sicherheit. Das ist alles online, also diese Forderungen sind sehr schön aufgearbeitet in einem sehr vorzeigbaren und auch weiterleitbaren Format als PDF, schön klickbar, interaktiv. Also das kann man auch sehr, sehr gut weiterleiten. Und überhaupt ist aus der ganzen Konferenz eine ganze Menge entstanden, neben der ganzen Vernetzung und den wahnsinnig tollen Eindrücken, die sehr, sehr viele Leute zu diesen Zeiten auch nochmal echt motiviert haben. Also man hat sehr, sehr vieles schönes Feedback gegeben, so dass Leute auf Leute getroffen sind, die, wow, die denken darüber nach und die greifen diese ganzen Aktivitäten jetzt auch an. Ist auch ganz viel daraus entstanden. Man kann das alles nachgucken. Auf media.ccc.de gibt es fast alle Vorträge einfach als Recording. Es gibt einen sehr schönen Blog, bei dem man sehr viele Eindrücke bekommt. Und es werden demnächst, denke ich, auch noch eine ganze Menge Fotos veröffentlicht von der Konferenz, um sich da nochmal einen Eindruck zu machen. Es gab einen Twitter-Kanal, der auch von FIF-Menschen bedient wurde. Da könnt ihr also auch nochmal durchscrollen, falls ihr davon gar nichts mitbekommen habt. Und da einfach nochmal Eindrücke sammeln. Genau. Vielen Dank. Was noch zu erwähnen wäre, wäre, dass auch natürlich vom FIF eine ganze Menge Vorträge gehalten worden sind. Also auch wir als FIF sind sehr, sehr sichtbar geworden auf dieser Konferenz, weil also auch mehrere von uns auch mit sehr, sehr viel Zeit und Engagement bei dieser Konferenz mitgemacht haben und moderiert haben, Vorträge vorbereitet haben und AGs geleitet haben. Genau, und vielleicht noch ein kleiner Hinweis, also diese Broschüre mit den Forderungen gibt es auch vorne am FIF-Stand. Also wer noch zu den Menschen gehört, der so wie ich Papier ganz gerne mal in der Hand hält, haben wir also auch. So, dann ja, kommen wir so zu dem, ja ich hätte jetzt fast gesagt zu der täglichen FIF-Arbeit, die unter anderem eben darin besteht, Stellungnahmen zu verfassen zu aktuellen Themen. Das ist eine ganze Menge, hier jetzt exemplarisch einfach mal 4 Stück. Zu dem Thema der Cyberagenda der Bundesregierung, wo wir tatsächlich, da geht es ja um Themen wie gehen wir tatsächlich, wie soll man mit Cyberangriffen vor allem umgehen. Also das fällt dann alles in den Bereich Cyberwar oder von unserer Sicht her Cyber Peace, da wird ja über verschiedene Themen geredet, über Hackbacks, über Gegenangriffe in irgendeiner Form und auch über Sicherheitslücken, die nicht geschlossen werden, die dann quasi genutzt werden, um irgendwelche Gegenangriffe dann zu fahren. Das kritisieren wir als FIF, das kritisieren wir immer wieder und so auch dieses Jahr mit entsprechenden Erklärungen, Stellungnahmen, auch zu diesem Thema jetzt speziell der aktuellen Cyberagenda. Anderes Thema, auch ein großes Thema beim FIF, das Thema Videoüberwachung. In den letzten Jahren war, glaube ich, sehr prominent hier in Berlin der Bahnhof Südkreuz, der, wie hattest du ihn genannt, Verunsicherungsbahnhof. Hier dieses Jahr hatten wir jetzt das Thema Videoüberwachung einer Demonstration, wo es auch entsprechende Gerichtsurteil dann dagegen gab, dass eben diese Videoüberwachung gerade auch von großen Bereichen auch unter Umständen eben, aus unserer Sicht auch nicht zulässig sind. Also früher hat man auch gesagt, Übersichtsbilder sind kein großes Problem, weil da erkennt man ja niemanden drauf. Inzwischen sind die Bilder so, ist die Qualität der Bilder, ihr wisst es ja alle, so gut geworden, dass man auch auf diesen Übersichtsbildern jeden Einzelnen erkennen kann. Und dagegen müssen wir natürlich in entsprechender Weise auch vorgehen. Und das tut man dann sinnvollerweise vor Gerichten. Und da gibt es dann auch entsprechende Klageverfahren. Anderes Thema, was im Moment ja in der Diskussion ist, was auch von der Europäischen Kommission ausgekommen ist, das Thema Chatkontrolle. Also nach unserem Verständnis eben auch ein Thema, das eigentlich die Überwachung, die es bisher ja auch schon gibt, wirklich auf eine neue Stufe hebt. Tatsächlich Chats komplett zu überwachen, auch mit Mitteln von künstlicher Intelligenz. Hier geht es natürlich vorgeblich oder tatsächlich
Vor allem eben auch um das Thema Kindesmissbrauch. Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass man dagegen was tun muss. Ob das allerdings der richtige Weg ist, ist eben die Frage. Wir kommen hier wirklich in eine Totalüberwachung rein. Und es ist eben nicht mal klar, ob das tatsächlich ein geeignetes Mittel wäre. Man denke da an False Positives, die ja dann auch immer wieder auch in der Presse diskutiert werden, auch wieder bekannt werden. Und auf der anderen Seite der Beifang, der quasi die Überwachung, die damit zusätzlich möglich wird, eben über dieses vorgegebene Ziel hinaus. Aus unserer Sicht ganz klar, das muss gestoppt werden. Und auch da haben wir uns in dem Fall hier mit einer ganzen Reihe von, ihr seht hier so ein bisschen die Logos zusammengestellt, ein sehr breites Bündnis in einem entsprechenden Brief an die zuständigen PolitikerInnen gewandt, dass sie mit dem Blödsinn aufhören. Das Gleiche, und das ist ein Thema, das seit inzwischen, glaube ich, 15 Jahren nicht totzukriegen ist, ist das Thema Vorratsdatenspeicherung. Auch das wird ja jetzt gerade wieder gefordert. Es gab jetzt kürzlich wieder einen Beschluss des EuGH, das schon wieder die deutsche Gesetzgebung abgelehnt hat, aber eben auch wieder Lücken gelassen hat. Und dann werden sofort Forderungen laut, diese Lücken zu nutzen und es dann eben auf der Basis doch einzuführen. Und da kann man nur den Appell an die zuständigen PolitikerInnen, da ist wahrscheinlich auch unsere Bundesinnenministerin, die Frau Faeser, ganz vorne dabei, kann man nur appellieren, hören Sie auf mit dem Scheiß. Also ganz ehrlich, das jetzt langt's langsam. Ich glaube, 5 oder 6 Urteile vor höchsten Gerichten sollten irgendwann mal genug sein. Ein anderes Thema, auch ein sehr heikles Thema, ist das Thema Gesundheitsdaten. Wie sichern wir Gesundheitsdaten, gerade wenn sie zentral gespeichert werden? Und auch hier gibt es eine Stellungnahme vom FIF, in dem Fall auch gemeinsam mit dem Chaos Computer Club, zu dem Datentransparenzverfahren, das da jetzt gerade in der Diskussion ist. Und dann kommen wir zum Neumitglieder-Onboarding. Genau, wir hatten letztes Jahr und davor hatten wir so ein Patensystem, wenn also neue Menschen beim FIF aufgetaucht sind, dass wir dann uns mit denen beschäftigen und das so ein bisschen an die Hand nehmen. Das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Und wir haben jetzt was viel, viel Besseres gefunden, nämlich unser Neumitglieder-Onboarding, was jetzt 4-mal im Jahr, alle 3 Monate stattfindet. Und das hatte erstens den Effekt, dass also Menschen, die jetzt neu dazugekommen sind, einfach direkt auch die dezentral an den Orten sind, wo irgendwie Dinge stattfinden, wo Stammtische stattfinden, einfach dazukommen konnten, weil es eben online stattfand. Sondern das hatte auch noch zusätzlich den Effekt, dass sehr, sehr viele von den Mitgliedern, die einfach schon seit 10 oder 20 oder noch länger Jahren dabei sind, plötzlich dachten so, ach, das gucke ich mir mal an. Und dann hatten wir einfach einen total bunten Pool von Menschen allen Altersstufen und allen Eintrittsdaten, die man sich so vorstellen konnte beim FIF. Und die sind alle zusammengekommen bei diesem einstündigen Onboarding. Da haben wir darüber erstmal gesprochen, einfach so, was erwartet ihr eigentlich? Wie habt ihr vom FIF erfahren? Was gibt's, was habt ihr für Vorstellungen davon? Wie wollt ihr euch einbringen? Und die haben alle dann voneinander gehört und auch einfach so Geschichten von irgendwelchen Hochschulprofs von 1980 sind auf Studenten, die sich gerade irgendwie mit Cybersecurity-Workshops beschäftigen und die haben alle voneinander gehört. Und also ich habe die öfters auch geleitet so und hab dann in den Augen einfach so dieses Inspiration gesehen, dass da Leute einfach jetzt dabei waren und und gemerkt haben, da passiert was und da hat es auch noch Potenzial. Wir haben also auch zum Teil sowas festgestellt, ja, hier in Bonn gibt es ja keine Regionalgruppe und das stellen dann einfach 5 Leute gleichzeitig fest. Das ist jetzt bei dem Onboarding oder was wir hier auch an dem FIF-Stand auch festgestellt haben, auch auf der Bits und Bäume. Da haben wir noch ein bisschen über Technik gesprochen, also welche Tools wir eigentlich nutzen, wie kann man sich eigentlich einbringen, welche Mailinglisten gibt es, wie können wir irgendwie Etherpad, wie können wir zusammenarbeiten online, um irgendwelche Texte zu bekommen. Und das ist ja tatsächlich auch, wir sind ja inzwischen relativ schnell geworden, auch einfach, wenn es irgendein Thema gibt politisch und was irgendwie durch Heise geistert und man dann ziemlich schnell jetzt auch inzwischen Pressemitteilungen schreiben kann, einfach weil
inzwischen irgendwie sich viele Menschen auch an diesem Workflow gewohnt haben, da sehr schnell zusammenzuarbeiten und Texte zusammen zu generieren. Genau. Und ja, ich denke, da sind noch einige da wieder aufgeweckt worden, die vielleicht jetzt die letzten Jahre nur so stilles Mitglied waren und das alles ganz gut fanden, was da so passiert ist. Und ich glaube, viele von denen werden sich wahrscheinlich einfach auch nochmal einbringen. Also alle, die jetzt im Stream zu Hause sitzen vom Pfiff und vielleicht sogar Mitglieder sind oder noch nicht, gerne Mitglied werden und dann einfach zum nächsten Onboarding kommen. Dann können wir einfach gucken, so was gibt es an Potenzial. Weil viele sind auch ein bisschen überrascht, was das eigentlich für ein bunter Blumenstrauß ist, dass man sich irgendwie auf ein Festival setzen kann und mit Einzelpersonen quatschen kann. Man kann aber auch Pressemitteilungen schreiben, man kann auch eine Website bauen. Also es gibt unglaublich viel Potenzial, sich hier einzubringen. Genau, also kommt gerne beim nächsten Mal dazu. Ich glaube, das nächste Mal findet dann im Januar statt, genau. Ja, wir sind am heutigen Tag angekommen, beziehungsweise am gestrigen. Wir sehen die schön beleuchtete Sternwarte, in der ihr euch gerade befindet und ihr Menschen aus dem Stream, ihr könnt eine Idee bekommen, wie schön es hier ist. Und im nächsten und übernächsten und überübernächsten Jahr bei der Veranstaltung selbst da sein. Genau, wir haben uns dieses Jahr das Thema Make Install Peace gesetzt. Wir sind in der Archenholz Sternwarte in Berlin. Wir sind haben ein buntes Programm von der Friedens- und Konfliktforschung hin zu der Verantwortung der Informatik genau für die Gestaltung von Frieden und für die Gestaltung von Gesellschaft und auch die Risiken von Technik und Informationstechniken und soziotechnischen Systemen. Und wir haben auch Workshops, die parallel laufen zu gewaltfreier Kommunikation zum Beispiel, abends ein buntes Programm, wo es um Vernetzung geht und auch tagsüber noch gutes Essen. Ja, und vielleicht setze ich hier mir mal kurz den Hut des FÜV-Vorsitzenden auf und sage wirklich ganz herzlichen Dank an alle, die hier beteiligt sind, für eine großartige Tagung, die bis jetzt großartig ist und sicher weiterhin sein wird. Ich weiß, dass da unheimlich viel Arbeit drin steckt. Also ganz, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ja, jetzt nehme ich ein bisschen vorweg, was heute noch passieren wird. Auch das inzwischen eine Tradition, die inzwischen auf das Jahr 2010 zurückgeht. Wir verleihen jedes Jahr unseren Weizenbaum-Studienpreis, also den Preis für herausragende Studienarbeiten, Abschlussarbeiten, den wir Josef Weizenbaum gewidmet haben. Ich glaube, ich will da jetzt gar nicht viel erzählen. Wir werden nachher noch ausführlich drauf eingehen. Die PreisträgerInnen werden dann auch selbst noch zu Wort kommen. Vielleicht hier nochmal auch die Auswahlkommission. Sind leider nicht alle hier. Britta Schinzel, Christina Klass, Jochen Kubeck, Dietrich Mayer-Ebrecht, Rainer Rehag und ich, wir sind hier. Auch an die Auswahlkommission herzlichen Dank. Und wie gesagt, ist eigentlich eine, wie ich finde, sehr erfolgreiche Geschichte, die wir jetzt seit über 10 Jahren machen und die wir sicher auch weiterhin machen werden. Ja, das gibt's noch länger. Die FÜV-Kommunikation, also unser Papierprodukt, das wir jedes Jahr produzieren, Thema Bits und Bäume. Die Bäume leiden da ein bisschen drunter. Die FÜV-Kommunikation, also unsere vierteljährlich erscheinende Zeitschrift, die wir jedes Mal vor allem mit einem Schwerpunkt dann auch rausgeben. Dabei ist die Nummer 1 im Jahr traditionell der vorhergegangenen Tagung gewidmet. Also es wird sicherlich auch nächstes Jahr so sein. Letztes Jahr war das noch zur Erinnerung die Tagung, die Konferenz, die in München stattgefunden hat, Selbstbestimmung in digitalen Räumen. Hier jetzt leicht erkennbar, denke ich, an der Frauenkirche auf dem Cover. Dann hatten wir, ich hatte es vorhin schon gesagt, auch hier das Thema künstliche Intelligenz, nicht zum ersten Mal, also auch die 4 im Jahr 2021 war dem Thema Künstliche Intelligenz gewidmet, so auch die Nummer 2 in diesem Jahr.
Bei der 3 haben wir im Grunde mal was ein Stück weit Neues probiert, nämlich also einmal das Thema Digitalisierung in Staat, Politik und Verwaltung. Das war noch nicht das Neue. Aber wo wir jetzt auch immer stärker hin wollen, ist auch die Beiträge im Schwerpunkt im Sinne eines Peer-Review-Verfahrens. Also wir haben bisher, waren das quasi auch redaktionell bearbeitete Beiträge. Da hat natürlich auch schon Review stattgefunden. Wir legen da bisher auch schon Wert auf Qualität. Wir haben jetzt aber zusätzlich eben das Thema, dass wir ein Peer-Review auch durchführen für die Beiträge. Das wird sicherlich nicht bei jeder Ausgabe so sein, aber unsere Idee ist, dass wir das immer öfter machen. Und damit letztendlich auch hoffen, vielleicht noch ein bisschen zusätzliche Reputation auch für die FIF-Kommunikation zu gewinnen, weil damit einfach eine Qualitätssicherung der Beiträge nochmal zusätzlich stattfindet. Die FIF-Kommunikation ist im Moment tatsächlich noch ein Papierprodukt. Wir planen eigentlich seit Jahren, glaube ich, die auch mal stärker online auch verfügbar zu machen. Einige Beiträge, ich glaube sogar relativ viele, sind da uns auf unserer Webseite normalerweise auch verfügbar. Insofern kann man die auch lesen, wenn man Papier nicht so mag. Aber das dann wirklich als elektronische Fassung wirklich rauszugeben, das steht also noch aus. Und das ist auch eins der Themen, die im Moment auf unserer To-Do-Liste stehen. Was man hier vielleicht dazu sagen muss, die Adressaten sind natürlich oder Adressatinnen sind in erster Linie natürlich die Mitglieder, also ihr. Wir schicken das aber auch eine ganze Reihe von, ich sag mal, öffentlichen Persönlichkeiten, insbesondere den entsprechenden Ausschüssen im Deutschen Bundestag. Die kriegen also immer die, wenn sie sich nicht dagegen wehren, kriegen Sie also von uns immer die FIF-Kommunikation alle Vierteljahre zugeschickt. Wie gesagt, Digitalisierung in Staat und Verwaltung, peer-reviewed. Und die nächste Ausgabe und was ich bisher darüber gehört habe von der Schwerpunktredaktion, die macht, es klingt äußerst vielversprechend, der Geburtstag von Josef Weizenbaum jährt sich im nächsten Jahr Anfang oder im Januar zum 100. Male. Und das wollen wir zum Anlass nehmen, ihm eine Schwerpunktausgabe zu widmen, wo es dann von verschiedenen Menschen, die mit ihm zu tun hatten und die eben auch in seinem Sinne gewirkt haben, auch seine Arbeit als Grundlage ihrer eigenen Arbeit verwendet haben, dazu entsprechende Beiträge veröffentlichen. Wie gesagt, was ich bisher gehört habe, ist sehr vielversprechend. Ich denke, es wird ein schönes Heft. Wie gesagt, 100 Jahre Josef Weizenbaum, das wird dann voraussichtlich Ende Dezember erscheinen. Dann haben wir eine ganze Menge Planung. Natürlich wird es das Tagungsheft geben. Ich kriege gerade signalisiert, ich muss mich ein bisschen sputen. Tagungsheft, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Datenschutz, Arbeitsgestaltung, also da wird es noch eine ganze Menge Themen geben in nächster Zeit. Ganz kurz, genau. Wir haben auch dieses Jahr eine ganz großartige Broschüre rausgegeben in einem interessanten Format. Die könnt ihr euch draußen beim FIF-Stand mitnehmen. Die ist sehr, sehr herausgebenswert. Also wenn ihr FIF-Mitglieder seid und mal mit jemandem darüber ins Gespräch kommen wollt oder das einfach mal irgendwie Bekannten oder KollegInnen oder sowas zur Verfügung stellen wollt, die ist sehr schmökerwert und auch sehr anspruchsvoll gestaltet. Nehmt euch da gerne ein paar mit oder ihr könnt die auch wahrscheinlich im Büro bestellen und wenn die rausgehen, dann sind wir alle froh, weil wahrscheinlich kommen dann noch mehr Menschen, die mitmachen wollen oder sich dafür interessieren für die Themen. Also nehmt die gerne mit und blättert sie mal durch. So, jetzt muss ich mich ein bisschen sputen. Also ich sage hier jetzt ganz allgemein, es gibt natürlich auch ansonsten eine ganze Reihe von Büchern, Buchbeiträgen mit FIF-Beteiligung von verschiedenen Menschen, die jetzt beim FIF mitarbeiten. Hier sind jetzt einfach ein paar beispielhaft genannt. Wie gesagt, das hat eine relativ breite Wirkung auch an der Stelle. Dann ein Projekt, das wir jetzt auch seit einigen Jahren machen. Ihr kennt vielleicht den Grundrechte-Report, den gibt es seit 1997. Und seit einigen Jahren ist auch das FIF mit Herausgeberkreis vertreten. Das ist jetzt, in Zukunft werden das, also bisher waren das Hans-Jörg Griowski und ich, in Zukunft werden das Rainer Rehag und ich sein, weil Hans-Jörg aus persönlichen Gründen seine Mitarbeit niedergelegt hat.
wie gesagt, kommt jedes Jahr raus. Ich denke, es lohnt sich auch wirklich zu lesen. Ich weiß nicht, ich habe draußen jetzt nur irgendwie Ausgaben von 2018 gesehen, aber ihr könnt die auf jeden Fall auch über die FIF-Geschäftsstelle beziehen oder auch im gut sortierten Buchhandel. Da gibt es sie dann auch, erscheint im Fischer Verlag. Machen wir zusammen mit insgesamt mit 9 weiteren Organisationen. Da ist dabei die Humanistische Union, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die Vereinigung Demokratische Juristinnen und Juristen und noch einige mehr, die diesen Grundrechte-Report jedes Jahr herausgeben. Ja, Wissenschaft und Frieden, auch ein Thema, das sind wir schon länger im Herausgeberkreis auch vertreten durch Hans-Jörg Kriowski. Auch hier im Grunde jedes Jahr versuchen wir da auch die technische Sicht ein bisschen in diese friedenswissenschaftliche Thematik mit reinzubringen. Eben indem es von unserer Seite da auch Beiträge gibt. Es gibt zum Beispiel zum Krieg gegen die Ukraine auch das Thema Drohnen im Krieg gegen die Ukraine, auch einen Artikel, den Hans-Jörg da geschrieben hat. Also insgesamt auch ein Thema, das ihr wahrscheinlich kennt, wenn ihr jedes Jahr unserem Jahresrückblick folgt, dann ist es auch nichts Neues. Also, aber ich denke auch ein wichtiges Thema für das FIF, dass wir eben auch in dem Bereich aktiv sind und auch da vertreten sind. Ja, wir halten Reden, wir halten Vorträge, wir führen Hintergrundgespräche, kommt alles mal vor. Ich glaube, da brauche ich jetzt nichts dazu zu sagen. Das ist einfach auch ein Stück weit das tägliche Geschäft. Und dann darf ich noch mal ein paar übergeben. Genau, als letzten Punkt heute noch, Julian Assange verlässt uns nicht. Wir behalten ihn im Blick und wir laufen weiterhin für ihn und machen für ihn Sport. Schaffen Aufmerksamkeit und verlieren den Blick darauf nicht und haben uns dieses Jahr dann auch dazu entschieden, ihm heute noch einen Preis für den Weizenbaumpreis für den Frieden und gesellschaftliche Verantwortung zu verleihen, für seine Tätigkeiten, die IT kreativ zu nutzen, Kriegsverbrechen aufzudecken, und wir verfolgen den Kampf gegen die Auslieferung für die Nichtauslieferung und möchten, dass er endlich wieder auf freien Fuß kommt und nicht, wie er seit mehr als 10 Jahren in Botschaften, in Gefängnissen gefoltert wird und einfach an ihm ein Exempel gegen die Pressefreiheit statuiert wird. Da machen wir Aktivismus gegen. Genau, und diese Preisverleihung findet heute noch statt. Ihr kennt, also um einfach auf die Folie noch mal kurz einzugehen, ihr kennt ja diesen Film Collateral Murder, den er vor längerer Zeit schon veröffentlicht hat. Es gibt auch ein sehr empfehlenswertes Buch vom Sonderbeauftragten oder ehemaligen Sonderbeauftragten für Folter der UNO, der das ganze Thema oder den ganzen Fall von Julian Assange in einem Buch, wie ich finde, sehr gut zusammenfasst. Also ich halte das Buch für absolut empfehlenswert. Und uns geht es letztendlich eben darum, hier ein Zeichen zu setzen, weil das ist einfach absurd, wie mit Julian Assange hier umgegangen wird und was eben im Prinzip auch droht an Strafen, wenn es tatsächlich jetzt zu einer Auslieferung kommen sollte. Und damit sagen wir vielen Dank. Das war der Jahresrückblick für dieses Jahr.